Jetzt haben wir hier unheimlich viel verwirrende Sachen aufgeschrieben. Offensichtlich geht es um zwei verschiedene Reifengrößen. Dann erklärst du es jetzt mal. Bitteschön. Nee, das kannst du viel besser. Ich hab's mir gedacht, dann nehme ich jetzt mein oranges Rad mit meinen Lieblingslaufrädern und dann erkläre ich es euch. Jo. Machen wir's. Wird ein bisschen umfangreicher, aber ich glaube, als Erklärbär-Video ist längst fällig, das nochmal aufzuräumen. Okay, es ist ein Erklärbär-Video, das heißt, alle Leute, die das schon wissen, sorry dafür, aber für die Anfänger werden hier Begriffe geklärt. Und was auch noch ganz wichtig ist, am Ende des Videos gibt es auch eine ganz klare Empfehlung, damit wir das mal im Video haben. Wann fahre ich am liebsten einen 28 Zoll oder 700C Laufradsatz? Ihr merkt schon, diese Größenbezeichnung. Ja, und wann fahre ich denn lieber einen 27,5 Zoll Laufradsatz mit breiten Puschen? Warum? Wann tue ich das? Die Antwort gibt's hier auch. Also ihr habt schon gesehen, Hawaii-Hemd Dan war mit diesen Laufrädern unterwegs, 28 Zoll. Und der Dan, der jetzt zu euch spricht, war mit 27,5 Zoll mit Mountainbike-Reifen unterwegs. Und wir erklären mal die Begrifflichkeiten, eine Seite, andere Seite. Ja, ich habe schon gesagt, 28 Zoll. Das heißt, diese kleinen Striche, wer die nicht kennt, das ist einfach nur heißt Zoll. Jetzt schreibe ich auch mal das Wort Zoll dahin und hier auch 27,5 Zoll. Und damit ist schon mal klar, wir sind nicht in der metrischen Welt. Englisch. Wenn ihr also einen Zoll habt, 2,54 mm. Eigentlich halte ich euch ja für intelligent genug, das zu verstehen mit den Kommastellen. Ein Zoll ist natürlich 2,54 Zentimeter. Ich gebe aber ganz oft Millimeterangaben. Naja, die Kommastelle könnt ihr schon verrücken. Dann sind es halt 25,4 Millimeter ein Zoll. In diesem Sinne, jetzt habe ich mich genug gehört für euch. Tschüss. Könnten wir jetzt einfach rechnen, 28 mal 2,54 mm. Und das ist aber die Größe, die ungefähr angegeben wird. Und da sind wir schon, ungefähr, was euer Laufrad für einen Außendurchmesser hat. Machen wir mal. Also, Taschenrechner hierher. 28 mal 2,54. 71 cm, 71,1. Die Wunderwaffe Zollstock. 71. Das Rad steht auf der Erde. Ja, ist jetzt ein bisschen größer als 71, aber kommt der Sache schon ziemlich nah. Und so macht ihr das ja auch für 27,5 Zoll, für 26 Zoll oder für die Kinderräder 24 Zoll. Also dieses Maß ist eine ungefähre Richtung, wo das ganze Laufrad ungefähr rauskommen soll. Wir nehmen es jetzt mal so hin, aber ungefähr ist nicht der Talk heute. Wir wollen schon genaue Angaben haben. Aber ihr habt erstmal 27,5 Zoll und 28 Zoll verstanden. In der Regel ist ja dann die 27,5 Zoll Felge ein bisschen kleiner. Wir kommen dazu. Jetzt gibt es ein Maß, was ihr hier seht. 650B und 700C. Total veralterte Maße, aber wir benutzen sie in unserem Sprachgebrauch auch immer noch. Das ist dann ein Millimeter, eine Millimeterangabe und ungefähr, ja, welche Reifen sollen denn da mal drauf? Also wie breit sollen die sein? Und ihr kennt das vom Rennrad, 700 Millimeter sollen das eigentlich sein. Und oft steht dann sowas bei eurem Rennrad drauf wie 25C. Also ein schmaler Reifen, der nicht groß aufbaut. Jeder kann sich das vorstellen bei einem Rennrad. Die Bezeichnung 700-25C habt ihr öfter schon am Rennrad gesehen. Und eigentlich ist das 700 mm, 25 mm Breite, schmale Felge und Französisch ist das dann, nicht Englisch. Aber könnt ihr auch wieder vergessen, ich schreibe es trotzdem mal hin. Und das Gleiche seht ihr jetzt bei 650B. Ihr werdet unheimlich viele Reifen finden, wo dann steht 650B und dann eine Erweiterung, zum Beispiel 47B. Ja, was ist damit gemeint? 650 mm, voluminöser Reifen, also der auch nicht nur breiter und auch höher aufbaut. Und das ist dann einfach 47 mm. Ihr findet aber auch, und jetzt wird es verrückt, solche Angaben wie 650B und dann steht da verwirrenderweise 2,1. Ja, das ist wieder Zoll. Und wenn ihr zum Beispiel 2,1 mal 2,54 rechnet, hättet ihr auch die Breite in Millimeter. Und dann habt ihr da irgendwie 52, 53 Millimeter. Wir nennen mal diese Bezeichnung Französisch. Ihr behaltet es im Kopf, damit ist das gleiche wie 27,5 Zoll, 28 Zoll gemeint, aber sehr ungenau, muss man fairerweise sagen. Dann kommen wir doch mal zu was Genauem und Genormten und was Cleveren, aber das sagt keiner im Sprachgebrauch. Das benutzt einfach in einem, wir auch nicht in einem Video, wir benutzen diese Wörter gar nicht, aber richtig sind sie schon. Willkommen in Deutschland. Wenn wir etwas haben wollen, was genormt ist, ja, was ist denn die DIN-Norm oder was für eine Norm? Und da gibt es die ETRTO. Das heißt ETRTO, da schreibe ich jetzt mal drunter, nicht Englisch oder Französisch, sondern ich schreibe jetzt mal Norm.
Norm, geil, können wir uns mal drauf verlassen. Und dann gibt es eine Zahl hier bei 27,5 Zoll, 584 oder bei 28 Zoll 622 Millimeter. Und wo messe ich jetzt an meinem Laufrad die 584 oder die 622? Ich zeig's euch. Ich hole mal Reifen her. So, habe ich jetzt einfach mal zwei Reifen aus der Werkstatt mitgebracht und einen auch noch verpackt. Und wir gehen es mal durch. Hier seht ihr zum Beispiel bei diesem Vittoria-Reifen, was da so geschrieben steht. 27,5 mal 2,1. Das sind Zollangaben. Könnt ihr euch ja umrechnen. Wenn wir jetzt 2,1 eingeben, machen das wieder. 2,1 mal 2,54, ungefähr 53 mm. Und jetzt seht ihr, angegeben ist aber hier drunter die viel korrektere Bezeichnung, nämlich die ETRTO 52-584. Das heißt, nicht das fettgeschriebene, sondern das, was da drunter steht, ist ja viel interessanter. Hier an der Seite vom Reifen steht das auch, mal ganz löblich, auch lesbar. Das werdet ihr gleich sehen, bei vielen Herstellern ist das nicht so lesbar. Aber da seht ihr 27,5 Zoll, könnte jetzt auch 650B stehen. Und hier steht die Angabe auch nochmal nicht nur auf der Verpackung, sondern auf dem Reifen auch. Und die 584 sagt jetzt, es muss eine 27,5 Zoll Felge her. Und da wären wir schon beim Thema. Die 584 wollen wir doch jetzt mal gemessen kriegen. Ich habe den gleichen Reifen hier ausgepackt. Dann lege ich den hier mal hin. Und im Gegensatz dazu 700C, 650B, 27,5 Zoll, 28 Zoll geht es jetzt nämlich um das Innenmaß des Reifens. Und das ist die Normung, die ja auch mit der Felge harmonieren muss. Also, 584 haben wir gesagt. Gucken wir, ob das hier kein Quatsch ist. Also, halten wir mal den Zollstock dran. Ich halte das hier grob rein. Das ist ja jetzt nicht auf Spannung gebracht. Aber wenn er jetzt hier den Zollstock abfilmt, ne, wenn da ein bisschen Spannung drauf ist, dann seht ihr, grob angehaltener Zollstock 580. Wie gesagt, der Reifen ist ja jetzt nicht aufgepumpt. Aber dann wisst ihr schon, grob 580 Innenmaß, das kann nicht auf eine 28 Zoll Felge. Und die passende Felge, die ihr dazu kauft, ihr seht das jetzt hier an meinem Rad, die hat dann letztendlich, wo das Felgenbett ist, also von der einen Seite zur anderen Seite, nicht die Außenmaße der Felge, sondern letztendlich da, wo der Reifen aufliegt, wenn man das misst, auch 584. Und deswegen ist ETRTO in dem Fall ziemlich okay, dass man sagt, wir haben jetzt einen Reifen, der hat einen Innendurchmesser 584 und die Felge eben auch. Und dann passen die auch zueinander. Sagt nur keiner ETRTO. Rennradreifen, next thing. Ich habe euch das gesagt, viele kennen das vom Rennradfahren, 700-25C. Ja, ein wesentlich schmalerer Reifen, der auch nicht so hoch aufbaut. Und, liebe Firma Conti, ihr macht das super. Ihr schreibt das kaum lesbar drauf, aber ihr findet diese Angaben auch an der Seitenflanke. Gucken wir mal. Also, was haben wir denn hier? Maximaldruck. Hier steht das. 25-622. Ihr wüsstet jetzt, das ist das Maß ETRTO, das Innenmaß vom Reifen. Aber daneben steht auch das, was ich euch ausreden wollte, das französische 700 mal 25C. Ja, und auch da machen wir das gleiche Spiel. Wir messen jetzt den Reifeninnendurchmesser. Und ihr seht jetzt, der Reifen ist jetzt ja nicht gespannt. Bin ungefähr bei 615 mm, 620. Wenn der Reifen gespannt ist, haben wir da genau das Innenmaß. 622 mm. Und nichts Kryptisches. Genau das haben wir. Und wenn ihr das verstanden habt, dann wisst ihr jetzt auch, was ist eine 28 Zoll Felge, was ist eine 27,5 Zoll Felge. Wann sollte ich jetzt die 700C und wann die 650B? Ich verwirre euch total. Wann sollte ich welches Laufrad fahren? Das erkläre ich euch jetzt mit der Reifenauswahl. Lassen wir mal ganz kurz die Felgengrößen sein. Gehen wir mal auf Beratung. Welchen Reifen möchtest du eigentlich für deinen Einsatzzweck fahren? Gehen wir mal darauf ein. Das ist meine liebste Herangehensweise. Und das eine habe ich euch schon gesagt. In dem Fall ist jetzt Gravelbike. Wir wollen mit dem Rad Rennrad fahren. Wir wollen das Rennradfeeling haben. Dann ist das Rennradfeeling, was wir meistens alle schon kennen oder ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Wir fahren 28 Zoll Laufräder und haben ungefähr 25 mm breite Reifen. Das ist das gängigste System, was da draußen rennradmäßig gefahren wird. Okay? Viele Gravelbikes, und da ist genau der entscheidende Punkt, viele Gravelbikes, nicht alle, haben ihre Geometrie auch so gestaltet, dass es sich wie ein Rennrad fährt, dass es sich anfühlt wie ein Rennrad. Das mal hinnehmen einfach. Ja? Also ich mache jetzt Rennradlaufräder in ein Gravelbike rein und dann nehme ich natürlich, wenn ich Rennrad fahren will, 25, 28, manchmal sogar 30 mm breite Reifen, aber es ist alles auf 28 Zoll und dann steht da
700-25C oder 28C. Verstanden? Was ist das Entscheidende, wenn ich jetzt einen anderen Laufradsatz nehme, weil ich jetzt zum Beispiel den Einsatzzweck habe, ja, jetzt habe ich einen tollen Sommer gehabt, ich bin viel Straße gefahren, habe viel Spaß gehabt, aber jetzt, das Video kommt jetzt hier in der schlammigen Jahreszeit, ich fahre ja nur noch Schlamm und nicht, dass ich Schlamm jetzt unheimlich liebe, aber es kommt halt viel rein, weil ich viel in den Wald gehe und auch manche Feldwege schon ganz schön durchgeweicht sind. Hier steht ja mein Lieblingslaufradsatz für die schlechte Jahreszeit, deswegen kommt auch das Video hier. Hier sind jetzt ja Mountainbike-Reifen drauf. Die Mountainbike-Reifen, die ich ausgesucht habe, haben jetzt eine Breite von 2,2 Zoll. Okay, nehmen wir mal hin. Wir rechnen wieder 2,2 mal 2,54. Kommen wir auf 55,8 roundabout, wir nehmen jetzt mal 55 mm Reifenbreite. Jetzt kommen zwei Probleme, die ich damit habe. Würde ich einen so breiten Reifen auf der Rennradfelge draufziehen, dann hätte ich nicht mehr 28 Zoll. Es wird verrückt. Dann hätte ich das Mountainbike-Feeling 29 Zoll. Dafür sind aber fast alle Gravelräder gar nicht geeignet. Die sind ja für die Rennradgeometrie. Das heißt, ich kriege diesen gewünschten breiten Reifen mit 700C, ich kriege ihn einfach nicht in mein Rad rein, weil er einfach zu breit ist und auch zu hoch aufbaut. Von der Breite wäre es nicht das Problem, ich habe es schon gesagt, aber von der Höhe. Das heißt, damit der breitere Reifen funktioniert, nehme ich einfach die kleinere Felge. Statt 28 Zoll dann die 27,5 Zoll. Oder statt 622 mm ETRTO, ihr wisst schon jetzt, warum ich es nicht sage, nehmen wir 584 mm. Und jetzt kommt eine ganz easy Sache, die ihr einfach berechnen könnt. Erstmal kriege ich dann mit der 27,5 Zoll Felge die breiten Puschen wieder in mein Rad rein. Und es fährt sich auch total geil. Das Rad fährt sich ja dann immer merkbar anders, wenn ich größere oder kleinere Laufräder habe, was den Umfang angeht. Und da gebe ich euch jetzt mal Beispiele. Wenn wir einen Rennradreifen abrollen mit 25 mm breiter Reifen, also wenn ich den Reifen wirklich so abrolle, welche Distanz mache ich mit einer Reifenumdrehung? Bei 700C, 25 mm breiten Reifen, mache ich eine Distanz, nicht auf dem Kommastelle, von 2,13 Meter. Das müsst ihr wissen. Das ist das Coolste, wenn ihr Systeme vergleicht. Da ich jetzt nicht alle Werte im Kopf habe, habe ich mir einen Spickzettel gemacht. Hier seht ihr zum Beispiel in dem Rad, sind ja gar keine Rennradreifen drin. Das sind 40 mm fast slick-ähnliche Schwalbe, G1s, die ich vorwiegend auf Asphalt fahre, aber auf gar keinen Fall im Wald und im Schlamm. Dafür haben sie keinen Grip und die sind dafür ungeeignet. Aber viele Leute von euch fahren auch so 37, 40 mm breite Reifen auf 700C und haben damit auch recht. Wir haben damit einen Umfang bei 40 mm von 2,22 m. Also 9 cm mehr Umfang statt 25 auf 40 mm gegangen. Für das Feeling, wenn ich vorher ganz viel im Sommer Rennrad gefahren bin, ja, okay, ich merke das schon. Es ist tolerierbar, aber viel mehr darf es auch nicht sein. Jetzt gehen wir mal auf, wie viel Umfang habe ich denn hier bei den Mountainbike-Puschen? Und dann habe ich jetzt mal 54 mm breite Reifen Mountainbike auf der kleineren Felge, auf der 27,5 Zoll Felge. Und dann merkt ihr schon, wie doof eigentlich 28 und 27,5 Zoll ist, dieser Vergleich. Da erreiche ich 2,19 Meter. Ja, zum Rennrad 2,13 Meter. Ist das ja viel näher dran an dem Rennradfeeling als der 40 mm Reifen. Und das ist die Antwort. Vergleicht einfach, rechnet das aus oder rollt den Reifen ab und messt es mit einem Zollstock. Wie viel Umfang hat mein Reifen? Und damit habt ihr die Antwort. Entscheidet euch, welchen Reifen wollt ihr fahren. Meine Empfehlung ist ja ganz klar, im Winter fette Mountainbike-Puschen draufziehen, dass das gerade noch so in euer Rad reinpasst. Klar muss man dann 27,5 Zoll nehmen, aber ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Gibt's ja. Und wenn ihr da Probleme habt, schreibt den Service an und sagt, oh, ich hätte jetzt ja auch gerne so einen Mountainbike-Laufradsatz oder so einen 650B-Laufradsatz für den Winter. Ja, die machen euch das auch fertig mit Reifen und Tubeless und Kassette und Bremsscheiben. Schreibt die an, die Jungs, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, euch klarzumachen, wo sind die Unterschiede zwischen 700C, 650B, diese ganzen Begrifflichkeiten. Und was mein Favorit ist, steht dir, im Winter fahre ich 650B mit Mountainbike-Puschen. Und das fahren wir fast alle. In diesem Sinne. Tschüss.